ziemlich dumm, was wir in letzter Zeit machen, Patrick, Tim und ich. Wir machen Sales, jeder mit seinem eigenen Notizsystem, jeder mit seinem eigenen Verwaltungssystem. Ich mache es teilweise über HubSpot und Excel, Notizzettel. Patrick macht es teilweise über HubSpot, Close.io und wahrscheinlich auch noch mal ein paar Excel-Dateien. Tim macht es hauptsächlich über Close.io und ich glaube über Notizen, Erinnerungen bei Apple oder Notizen, irgend sowas. Und wir treffen uns dadurch natürlich wöchentlich für eine halbe Stunde. Das sind 1,5 Stunden, die draufgehen, wir drei, um ein Update rauszuhauen, was eigentlich so abgeht gerade. Und wir haben nicht die Möglichkeit aktuell, einfach mal irgendwo in ein System reinzugucken, was hat Tim gerade auf dem Schirm, was hat Patrick gerade, wo muss ein Angebot raus, wo muss nochmal nachgefasst werden. Wir haben kein zentrales System und wir haben es jetzt heute angestoßen. Tim wird heute eine Übersicht, eine Marktübersicht für uns machen, was es da für tolle Sales-Tools gibt, die wir uns angucken sollten, schleunigst, und wir werden morgen eine Deadline definieren, bis wann wir ein Sales-Tool brauchen. Ich brauche es auf jeden Fall auch als App, weil ich häufig einfach nur mit dem Handy arbeite. Da brauche ich alles drauf, was geschäftlich so abläuft. Und ja, es muss ein geiles System sein, ob das jetzt Salesforce ist oder was auch immer. Ich bin schon gespannt. Und also das gerade kann ich jedem nur ans Herz legen, auch wenn du gerade irgendwie mit deiner Agentur startest und erst 50 Leads in der Pipeline hast und erst, was weiß ich, 5 Angebote pro Monat verschickst oder so und 2, 3 laufende Projekte gerade hast, wenn du vorhast zu wachsen, wenn du vorhast, das Ding auszubauen, dann brauchst du auf jeden Fall ein super CRM, ein super Sales-Tool. Ob das jetzt anfangs nur so eine einfache Wunderlist-Lösung ist oder dann später schon tatsächlich Salesforce, sei mal dahingestellt. Aber am Ende muss es etwas sein, was, wenn dann ein zweiter dazukommt, einfach weitergegeben werden kann, anstatt dann ein komplett neues System aufbauen zu müssen, wie wir es gerade tun. Wir werden es aber jetzt aufbauen, wir werden es etablieren und dann wird es stehen.